Die Bienen- und Wespengiftallergie gehört zu den gefährlichsten Allergien für Erwachsene. Das Problem bei einer Bienen- und Wespengiftallergie ist, dass man den Verursacher häufig nicht sicher vermeiden kann. Ein Stich von einem Insekt passiert schneller, als man denkt. Die Reaktionen auf das Gift sind teilweise sehr heftig und gehen weit über die lokale Reaktion hinaus. Es kann zu Atemstillstand, zur Verschwellung der Atemwege und zu einem Kreislaufzusammenbruch kommen. Im schlimmsten Fall kann man auch direkt nach dem Stich versterben. Wenn Sie eine Wespen- oder Bienengiftallergie haben, ist der Alltag zumindest in den Sommermonaten deutlich verändert. Sie müssen immer ein Notfallset bei sich tragen, in dem das lebensrettende Adrenalin, das Sie sich dann auch noch selber verabreichen müssen, sowie einige andere Medikamente enthalten sind. Und Ihre gesamte Umgebung muss natürlich Bescheid wissen, um in einem Notfall auch rettend eingreifen zu können. Die einzige ursächliche Behandlung bei dieser Art von Allergie ist, dass man den Körper langsam an das Insektengift gewöhnt. Dazu werden in der Regel im Krankenhaus zunächst kleinste Mengen dieses Giftes mit einer kleinen Spritze verabreicht. Dieses wird rasch gesteigert, bis man etwa die Dosis vertragen kann, die einem Insektenstich entspricht. Die weitere Behandlung dann erfolgt über mindestens 2, besser 3 Jahre beim niedergelassenen Allergologen, wo man dann in der Regel alle 4 Wochen eine weitere Spritze bekommt. Nach Abschluss der Therapie ist bei den allermeisten Patienten eine Toleranz gegenüber den Insektenstichen gegeben.